Moment mal, das kennen wir doch. Ist das nicht Sword of the Stars 2, das Weltraumstrategiespiel, das wegen finanzieller Probleme der Entwickler vor einem Jahr mit mehr Bugs auf den Markt kam als Starship Troopers? Ja, genau das ist es, aber nicht ganz. Am 30. November 2012 erschien nämlich die Enhanced Edition, die nicht nur die seit dem Release nachgereichten über 60 Patches beinhaltet, sondern auch die Erweiterung End of Flash. Die wichtigste Frage lautet dabei natürlich erstmal, ob Sword of the Stars 2 denn nun endlich spielbar ist. Wie es sich für ein klassisches Weltraumstrategiespiel gehört, läuft auch Sword of the Stars 2 rundenweise ab und dank der Enhanced Edition inzwischen auch weitgehend absturzfrei. Zudem funktioniert endlich die grundsätzliche Spielmechanik und die ist durchaus durchdacht. So verfügt jedes Spielerfolg über eine eigene Art der Fortbewegung. Die einen reisen über Portale, die anderen in Schwärmen und wieder andere tuckern gleichmäßig, aber weniger flott durch die Galaxis. Eine große Besonderheit ist nach wie vor die missionsbasierte Flottenverwaltung. Wir stellen unter einem Kommandoschiff samt Admiral eine Armada zusammen und weisen ihr dann einen Auftrag zu, etwa Kolonisierung, Aufklärung, Bau oder Angriff. Dann bricht sie von ihrem Heimatplaneten aus selbstständig zu mehreren rundenlangen Reisen auf. Durch den Missionsfokus erfordert das Flottenmanagement enorm viel Vorausplanung. Spontane Aktionen sind damit kaum möglich. Nicht minder komplex gestaltet sich die Ressourcenverwaltung. Über Schieberegler im Finanzbildschirm, den Bau von Sternenbasen oder den Ausbau eines Handelsnetzes sowie viele weitere Optionen können wir die Einnahmen und Ausgaben unseres Reichs sorgfältig austarieren. Das einfach zu handhabende System erlaubt tiefe Eingriffe in die Struktur unserer Nation, von der Korruptionsbekämpfung über Handelsförderung und Kolonieunterstützung bis hin zur enorm wichtigen Forschung. Die zum Teil mit jedem Spielstart neu ausgewürfelten Technologien Die Bäume konzentrieren sich vor allem auf die Ausrüstung und die Bewaffnung der Raumschiffe, die wir in einem Editor nach unserem Gusto zusammenbasteln können. Mit den Pötten tragen wir dann in Echtzeit 3D-Kämpfe aus, die sich allerdings eher lahm und träge steuern. Außerdem schlägt überlegene Feuerkraft oftmals Taktik, zumal die Computergegner immer noch sehr erratisch kämpfen. Dann wieder überrennen sie uns plötzlich aus dem Nichts mit riesigen Flotten, da fehlt noch die Balance. Als Dreingabe enthält die Enhanced Edition das Add-on End of Flash, das neben neuen Inhalten wie Technologien vor allem ein zusätzliches Spielerfolg bringt, nämlich die kybernetischen Loa, deren Schiffe sich je nach Bedarf erst am Zielort aus Megalith-Modulen zu den benötigten Flottenteilen zusammensetzen. Sword of the Stars 2 ist kein sonderlich hübsches Spiel. Zwar sehen die Raumschiffmodelle aus allernächster Nähe einigermaßen detailliert aus, aber sobald wir auch nur ein bisschen rauszoomen, empfangen uns die tristen und eher leeren Weiten des Weltalls. Auf der ebenfalls sehr schlichten Galaxiekarte können wir die Kamera immer nur um den jeweils ausgewählten Planeten rotieren und nicht frei bewegen. Bei komplexeren Galaxien geht so schnell die Orientierung flöten. Und auch die Menüs sind alles andere als schön und nur zum Teil so übersichtlich wie hier die Ressourcenverwaltung. Ein Musterbeispiel an Unübersichtlichkeit ist hingegen der Diplomatiebildschirm, der kleinteiliger und verschachtelter nicht hätte ausfallen können. Was bringt also nun die Enhanced Edition? Ist Sword of the Stars 2 inzwischen unfallfrei spielbar? Ja, durchaus und phasenweise macht's auch richtig Spaß. Etwa wenn wir in großem Maßstab mehrere Flottenbewegungen auf einmal koordinieren oder uns Runde für Runde tiefer ins Ressourcenmanagement eingraben. Auf der anderen Seite stehen aber noch klare Schwächen. Das Kampfsystem ist wenig taktisch, die KI gelegentlich sehr erratisch, der Aufbau- und Diplomatieteil unterentwickelt und zudem gibt's auch noch einige kleinere Bugs, wenn auch nicht mehr so absurd viele wie noch vor einem Jahr. Fans des Genres, die nicht unbedingt am Planetenausbau hängen und die lahmen Kämpfe verschmerzen können, haben an der Enhanced Edition durchaus ihre Freude. Alle anderen halten sich lieber an das zugänglichere und einsteigerfreundlichere Endless Space oder die inzwischen ausgereiftere Echtzeitvariante Sins of a Solar Empire.